Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone uff pelzig. Offensichtlich hat man's, da ich jetzt einen neuen Aufnahmetag wieder hab und ich den Spiel schon geladen habe, ein bisschen was gebraucht. Ich habe wieder immerhin 25 Energie statt kurz vor Tod. Und wie ihr schon bei der Facecam sehen könnt, es ist zwar der Sonntag, genau der 30.06., wo ich aufnehme, aber es ist unglaublich drückend heiß. Und ich konnte Rollladen nicht ganz runter machen, sonst wäre es zu duscht da im Facecam-Bereich. Bisschen musste ich aufmachen, aber ich zerfließ hier so dezent vor mich hin, während ich hier gerade aufnehme. Ich hoffe, man sieht nicht so sehr, dass ich schwitze wie Ohl. Okay, da geht's hier den Weg, aber ich möchte noch weitere Nester gucken. Ja, des Weiteren wollte ich mich nochmal entschuldigen dafür, dass in der letzten Aufnahme. Das klingt noch mehr. Das klingt noch vieler. Ich glaube, die Horde hat sich hierher verzogen, der Rest. Kann das sein? Wenn ja, ist das nicht so toll. Dann muss ich jetzt schnell machen, dass ich die Norenana erledige. Ja, saubere Schüsse. Okay, das ist der letzte. Dann kann ich noch Stiefelmesser entbehren. Okay. Alter Falter. Jetzt habe ich gerade so dezent noch meine ganze Munition vom Gewehr verbraucht. Scheiße. Aber war notwendig, das waren viel zu viele. Ja, wie gesagt, ich möchte mich noch ein bisschen dafür entschuldigen, dass meine Aufnahme immer wieder so gestückelt sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es an der Hitze, während ich aufnehme, dass die PlayStation wirklich sehr stark am Arbeiten ist. Ich kann es nicht sagen, woran es wirklich liegt, ihr liebe Leid. Aber die PlayStation schluckt bei meiner Aufnahme immer wieder ein paar Sekunden. Die letzten paar Videos, die ich jetzt geschnitten habe, war immer wieder irgendwas drin. Und es tut mir leid, wenn ich dann immer wieder so ein bisschen was gestückelt habe. Das ist wirklich nicht schön. Das möchte ich auch nicht. Und dafür wollte ich mich einfach nochmal bei euch entschuldigen. Weil schön ist anders, was das A geht. Oh, Scheiße. Und ja, ich gebe mir halt auch wirklich Mühe. Ah, sehr schön. Wenigstens das infizierte Gebiet ist jetzt sauber. Ja, wenn dann immer mal wieder so ein paar Flecke drin sind, ist wenig schön. Hoppla. Aber ich... Hoppla, ich habe ja ganz vergessen, dass ich nimi viel Gesundheit übrig habe. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, wenn du immer mal wieder so ein paar Stückle drin fehlen, so ein paar Sekunden, weil der stottert und rumzittert. Das ist nicht bewusst von mir. Also ich will das nicht, aber dummerweise macht's das einfach. Wenn ich wüsste, wie ich jetzt irgendwie aufnehmen kann, extern mit USB angeschlossen, dass ich am PC aufnehmen kann, oh, endlich im Medikit, dann wäre das natürlich auch wesentlich einfacher, das Ganze. Dann wird's auch nicht so solche Stotterer kommen, aber das hat's bisher auch vorher nie wirklich gemacht. Bei Soma hat's das einmal gemacht, glaube ich. Und ansonsten hatte ich das Problem auch nie wieder. Aber bei Days Gone kommt das sehr häufig und vermehrt vor. Das ist schon richtig auffällig. Also sorry an der Stelle. Ich hoffe, möglicherweise legt sich das Problem wieder. Ich habe jetzt heute alle Update-Dateis für Days Gone installiert. Und habe auch nochmal System-Update gemacht von der PlayStation 4. Vielleicht reicht das ja schon, dass das Problem nie mehr so häufig aufkommt. Hoffen wir es zumindest mal. So, ich habe mich jetzt noch ein bisschen abseits vom Weg begeben, um hier auch nochmal das Klo mir anzugucken und möglicherweise auch noch hier abweg zu plündern. Aber ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund wieder, wie die PlayStation schafft, wie noch was. Ja, ich habe auch immer Schießpulver im Kofferraum, warum nicht? Ja, wie gesagt, ihr hört wahrscheinlich, wie die PlayStation rattert im Hintergrund. Das ist nicht mein Ventilator, der hier noch läuft. Die schafft bei der Hitze halt wirklich auf Hochtouren. Ach ja, ach ja. Aber ich hoffe, wie gesagt, ach, ich glaube, das habe ich auch mal schon mal erwähnt, dass ich das Problem mit dem Rumgestotter auch wirklich bis zu The Last of Us Part 2 in den Griff krieg. Weil da wäre es sehr schade, wenn so Stotterreihe vorkommen würden. Das finde ich schon bei Days Gone beschisse genug. Weil auf das Spiel habe ich mich auch echt wirklich richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass das rauskommen soll.
Aber jetzt geht's erstmal zu O'Brien. Schauen wir mal, was der von uns will, der Kasperkopf. Und so. Was gibt's? Berglöwe gibt's auch noch. Oh Gott. Wir reichen ja schon die Wölfe und die Bäre vor allem. Das wird noch spaßig, wenn meine Gebiet reinkommen, wo Berglöwe sind. Okay. Ja. Okay, da bin ich. Tim. Bitte schleich dich nie wieder so. Weißt du was wegen Sarah, der Frau aus deinem Heli damals? Nichts. Nichts? Hey, warte. Das braucht etwas Zeit, okay? Ich riskiere mein Leben, wenn es jemand rausfinden sollte. Die Kerle mit den Schnappen. Ihr spielt im selben Team, O'Brien. Hör zu, das sieht nur so aus. Hör mal, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Nein. Ein Wellenlängenrekorder und ein paar GPS-Sender. Du musst nur... Bleibt keine Zeit, hör zu. Scheiße, ich weiß nicht mal deinen Namen. Deacon Sancho. Gut, hör zu, Deacon Sancho. Wenn ich mein Leben riskiere, damit du dein Mädchen findest, Sarah, dann musst du auch was für mich tun. Okay. Achte auf das Funkgerät. Ich melde mich gleich. Du kennst nicht mal meinen Namen? Du wirst ihn schon auch kennen, wenn wir fertig sind, O'Brien. Aufs Funkgerät achten? Ich hatte es die ganze Zeit bei mir, du Dreckskerl. Heilige Mutter Gottes, wie lange muss ich jetzt wieder warten? Sag mal so, er wirkt wenigstens kooperativ. Hörst du mich, Deacon? Ja, ich höre dich. Was soll der Scheiß hier? Was willst du? Ich habe diesen Kanal für andere blockiert. Er ist sicher. Was willst du? Ich habe dir über Funk ein paar Koordinaten geschickt. Du musst diese Orte aufsuchen und... Was? Wieso? Hör mir einfach zu. Vor Ort befinden sich mehrere Nero-Arbeitsgruppen. Ich muss wissen, was sie vorhaben. Dann frag sie doch einfach. Ich kann nicht. Dazu, das ist eine lange Geschichte. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Sagen wir es mal so, Leute, die weit über mir stehen, führen hier alle ihre eigenen Feldmissionen durch. Niemand weiß, was die jeweils anderen tun. Die Welt geht unter und ihr Scheißkerle tut so, als wäre nichts passiert. Wohin? Ich schicke dir die Koordinaten. Ryan, okay. Ich sehe mal, was ich tun kann. Versuch, so viele wie möglich zu erreichen. Da gibt's aktive LZ, Landeplätze, geprüfte Ausstiegsstellen. Ja, verstanden. Aber dafür bist du mir was schuldig, O'Brien. Ja. Ich hab's schon. Einen Moment. Ich mag so Ferienhütte. Das sieht richtig toll aus. Also, während die Welt noch okay war, muss es richtig toll gewesen sein, hier zu wohnen. Ach, Scher abseits. Nicht so nah am Schuss. Ist eigentlich richtig schön, muss ich sagen. Also sowas würde ich selber sehr genießen. Wenn ich hier wohnen würde. Die Nachbarn sind unmittelbar nevetra. Was war Wunder, das macht ja der Nachbar aus. Hauptsache dumm gebabbelt. Aber ich meine, wenig Nachbarn gibt's. Und das sieht mir eigentlich noch ein gemütlicher Teil aus. Aber... offensichtlich hätten die Leute hier nicht überlebt. Das wäre eigentlich... für mich wäre das eigentlich gerade so ein Ort, wo ich eigentlich sogar wirklich bleiben würde, wenn eine Apokalypse ausbricht. Gut, in der Nähe ist halt hier das Gebiet, ist halt noch eine Stadt. Oder, na, Stadt kann man sie nicht nennen. So Kaff halt noch. Aber trotz allem ist es etwas ab vom Schuss. Und es ist hügelig vor allem, ach. Damit macht es das Infiziert auch ein bisschen schwieriger herzukommen. Man kann es besser verteidigen. Eigentlich der Grundkurs für jeden Feldherr, ne? Hügel lassen sich einfacher verteidigen. Okay, da haben wir es jetzt geplündert und kennen unser nächstes Ziel in etwa. Naja, wie gesagt, hat man wohl leider nichts gebraucht hier, deine Einwohner und Awohner. Ich bräuchte Anemo dringend, wie es aussieht, Auffrischung. Sonst habe ich bald in die Hose geschissen. Das ist nicht so toll. Ich glaube... Mist, das muss ich jetzt machen. Schnellreise nicht möglich während einer Mission. Ja, ich höre dich. Was willst du? Einer unserer Helis ist in deine Richtung unterwegs. Du musst ihm folgen. Ihm folgen? Warum? Mach schon. Verlier ihn nicht. Ist ja gut, okay. Ups. Ich mach ja schon.
Hoppala. Was geht eigentlich ab, O'Brien? Warum bin ich hier draußen und jage Hubschrauber für dich? Ihr Zielort ist geheim. Ich komme an die Daten nicht dran. Die genauen Koordinaten habe ich leider nicht. Du musst ihnen folgen. Okay, vermute bist du durch die Pampa. Habt ihr keine Spionagesatelliten oder sowas? Zumindest habe ich keinen Zugriff. Ich sagte doch. Kommst nicht ran. Ja, schon klar. So, wollen wir mal. Sie nicht. Jetzt sind wir mal erstmal in richtiger voller Fahrt. Und unser Nitro-Boost nutze ich auch. Schauen wir mal, wo er uns hinführt. So, das mal fahre ich jetzt einfach wie Xenk die Sau. So groß werden. Oh, langsamer. Nichts so langsamer. O'Brien, Sie landen. Gut, dank dir habe ich jetzt Ihre Koordinaten. Geh lieber zu Fuß weiter. Zu das Fuß. Muss. Und denk dran, Sie dürfen dich nicht sehen. Erstmal bin ich wie Xenk die Sau gefahren. Und zwar gar nicht mal so scheiße. Ich bin nirgendwo dran geknallt. Okay, ich soll mich also in die LZ schleichen, in der es von schwer gepanzerten, schießwütigen Soldaten nur so wimmelt, damit du so einen Rechenschieber-Typen ausspionieren kannst? Rechenschieber? Dein Ernst? Ich habe einen verdammten Doktortitel. Ach ja? Wald- und Wiesendoktor vielleicht. Hast du die Sender noch, die ich dir gegeben habe? Ah, ich wollte sie. Vor 2 Jahren war er noch Doktorand. Der muss wohl seit dis während der Zombie-Apokalypse gemacht haben. Respekt, dass man da seit dis noch durchzieht. Verkaufen, aber die meisten von uns haben keinen Zugang zu beschissenen Satelliten. Platziere einen davon im Heli. Bei fast allen Missionen gibt es geheime Orte, die nirgendwo auftauchen. Ich will wissen, wohin sie als nächstes gehen. O'Brien. Du musst nicht fragen. Ich durchforste bereits unsere Akten nach Hinweisen auf Evakuierungen. O'Brien, Ende. Ja gut, ich sag besser, wenn du nicht rumgeknödelt wird, während ich da rumschleich. So. Okay, da ist weg. Geh weg. Kann ich da irgendwas... Kann ich irgendwas machen? Okay, jetzt. Hier. Hier so... Nee, Quatsch. Ich sollte irgendwas manipulieren. Geht dort hier. Knetus Corpus. Meine Fresse, jetzt geht's gleich wieder zum nächsten Einsatzgebiet. Nochmal richtig in die Facecam positionieren. Der Knetkopf ist dahinter. Der dappt wieder so weg. Sehr schön. Pfui Teufel, Nero. Du gehst doch mal bitte in die Richtung, Kerl. Ich will, dass der sich umdreht, der Typ. Woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Doc fertig ist. Okay, es sind anscheinend aber auch Frauen. Oh, anscheinend aber auch Frauen dabei. Zu bis zum End. Und jetzt weg hier. Ich hab was gehört. Also jetzt nur noch Abmarsch. Arsch, Arsch, Arsch. Jetzt aber hoppla. Was zur Hölle, O'Brien? Was ist? Ich sag dir, was ist. Deine Leute haben einen Freak aufgeschnitten, der noch am Leben war. Das sind nicht meine Leute. Was geht dich das überhaupt an, ha? Seid ihr nicht, wie nennt ihr euch noch so gern selbst, Drifter? Du killst die Viecher für Geld, oder wie macht ihr eure Tauschgeschäfte? Ja, ich töte Freaks, aber ich schlitze sie nicht lebend auf und höre mir an, wie sie schreien. Mhm. Hast du meine Daten? Ja, ich hab die Daten. Okay, ich lade sie jetzt hoch. Ich melde mich. O'Brien, Ende. O'Brien, ja.
Brian! Verdammt, er hat's schon wieder gemacht. Oh, Brian, scheint ein bisschen auszunutzen, ja. Aber Vivisektionen sind nichts besonders Schönes. Ja. Ich brauche deine Hilfe zu 39%. Ich erinnere mich zu 37%. Vergangenheit bewältiger. Hallo, jetzt siehst du es. Ihr seid also die Dreckskerle, die hier überall Hinterhalte legen, ja? Okay. Moment. Ah. Okay, und die kümmern wir uns jetzt noch um die Hinterhalttype. Ist mir auch nicht schlecht, sich jetzt hier um Bandite zu kümmern. Nein! Oh Gott, nee, ich hab hier nichts mehr. Oh Gott. Hat da irgendjemand eine Bärle geleckt? Ah nee, okay. Ich hätte gedacht, da hat irgendjemand das Bärle noch niedergemacht. Oh Gott. Ich rase jetzt hier rein als Abteilung Attacke. Genau. Hilfe! Das war gänzlich dumm. Das war so richtig saudumm sogar. Ich habe nur noch 5 Schuss. Das war ein Kopfschuss. Moment. Ich bin gleich bei dir. Hoppala. Freak noch erlediger. Sonst bin ich nämlich dran. Oh nein! Bärle! Schnell Heiler. Oh Gott! Bärle-Attacke! Hallo Leute, viel Spaß mit eurem neuen Kumpel hier im Bär. Viel Spaß mit eurem Bär jetzt. Ich würde ganz gern von dem Bär wegrennen und irgendwo hochklettern. Also, ja. Ich glaube, das war gar nicht das Dümmste, was ich jetzt machen könne. Jetzt können die sich nämlich mit dem Bär rumprügeln. Und ich kann Munition sparen. Ja, viel Spaß mit dem Bär. Ich gucke, dass ich die Typen plündern kann, wenn möglich. Medikit gibt es noch dazu. Nicht schlecht. Und was war da noch? Okay, ein paar schießen natürlich auf mich. Aber die haben jetzt erstmal ihr Problem mit dem Bärler. Definitiv. Und die lassen sich nicht so einfach niedermachen, die Viecher. Ah, da ist noch einer. Halt. Okay. Ich kann immer hier wieder Verbände herstellen, ne? Was? Verbände? Genau, ich mag mal wieder ein paar herstellen von den Dinger. Okay. Und einer Benutzer. So. Das waren doch gar nicht mal so beschissene Grundvoraussetzungen. Ich habe hier noch gewusst, dass der Bär in etwa noch... Oh, der lebt sogar noch, der Bär. Und jetzt ist er auf mich wieder stinkig, oder? Nee. Der Bär ist noch wütend und ist nur noch unterwegs. Dann holen wir uns noch das Zeug. Ich hole mir jetzt die Machete. Nee, die Machete hole ich mal nicht. Ich hole mal tatsächlich den Baseballschläger. Und Moment, ich habe alles soweit, ja. Und möchte hier mein Basie mit Nägeln noch herstellen, bitte. Können wir noch auswählen, aber ich hätte gerne noch hier. Ansonsten Pistole können wir ein bisschen laden. Und dann würde ich sagen, die haben jetzt erstmal den Spaß mit dem Bär. Der sorgt für gut Ablenkung. Das hätte man auch diplomatischer lösen können, vielleicht mit Attraktoren oder sowas hier reinwerfe, dass der Bär ohne mir zufolge zuerst doch reinrennt. Aber ich finde, so habe ich auch was machen können. Ich habe den Bär sehr direkt hier reingebracht. Und jetzt haben es die Bandite erstmal mit dem Tier zu tun. Und das ist kein einfaches. Kein einfacher Freaker, der du einfach rumflitzt, sondern das ist tatsächlich hier ein ausgewachsener Schwarzbär. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht einfach zu erledigen. So, Tier. Wieder einen neuen Sturmgewehr-Muni. Warte mal, da liegt noch irgendwo einer. Ja. Ach, Erbärt-Woche. Wir laden noch. Und so können wir nach und nach unser Zeug wieder aufwerten. Halte mir eine Gaularm. Wir stellen an, mal hier so einen Molotow gleich her. Dann schauen wir mal, da liegt schon der nächste Tote irgendwo rum. Ja. Ebenfalls erbärt.
Für ein Sturmgewehr gab es auch nochmal einen Attraktor. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss hier nicht allzu viel machen. Warte mal. Halt. Fast ein Kopfschuss. Ich will so wenig Muni wie möglich verschwende, weil ich muss Sausack. 8 von 13, wir sind schon tot von Denner. Hoffen wir, dass der Bär wieder ins Spiel kommt. Sobald das Tier wieder hört, dass hier die Action abgeht, müsste der eigentlich auch wieder dorthin gehen, ne? Ich meine, der hat ja auch Hunger. Und wenn er uns hier hilft, dann mache ich den Bär erst zum Schluss fertig. Die schießen ja auch noch da draußen ordentlich rum. Weil ich befürchte tatsächlich, dass der Bär doch noch unterwegs ist. Ja. Ich sehe zwar, dass hier noch ein Sniper ist. Aber ich glaube, das Bärler lauft ein bisschen amok dort draußen. Genau darauf habe ich ja eigentlich auch gesetzt. Ich wollte den Bär wieder anlocken und anscheinend auch Freaks, wenn ich das so höre. Damit die für mich aufrahmen. Dann, ah, der Bär ist schon tot. Dann bist jetzt du dran, mein Kumpel, oder? Und zwar mit dem gezielten Kopfschuss. Einfach nur neben in die Schläfe geschossen. Das ist sauber und ordentlich. Und wir gehen mal raus an die Front. Holen uns nochmal alles, was wir brauchen. Schlachten noch Sperler, damit es sich lohnt. Okay. Einer noch. Und 5 Bärenfleisch. Wow. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt, dafür, dass ich das Tier nicht mal selber habe erlegen müssen. Hallo, meine Freundin. Hast du ein schönes Gesicht? Ups, Freaker. So, das ging ja relativ fix. Ich würde sagen, das war doch mal tatsächlich, wenn auch sehr grob und plump taktiert, war das mal das erste Mal, dass ich wirklich sowas wie Taktik hier angewandt habe. Indem ich, wow, indem ich andere Gegner für mich habe kämpfen lassen, habe ich tatsächlich mal sowas wie taktiert. Oh, scheiße, was? Ups, das kriegt mich gleich. Warte mal. Das Arschloch, das hole ich mal noch. Und zwar so. Ich glaube, das war's. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Genau. Nicht viel, aber immerhin etwas. Ja, ich bin gerade. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben. Oder? Ah. Ja, dann machen wir noch. 2 Minuten haben wir noch Zeit. Ich fühle mich auch tatsächlich so ein bisschen was wie stolz, dass ich hier mal andere Gegner für mich die Haupterbe habe machen lassen. Ich habe von den 13 Plünderer vielleicht nur effektiv 5 oder so getötet. Der Rest habe ich tatsächlich einen Bär überlassen. Und ansonsten haben die Freaker auch noch einiges erledigt. Würde ich sagen, also auf die Freaker, auf deren Konto dürften bestimmt so 2-3 gehen. Und ansonsten hat der Bär so ziemlich die meiste Erbe gemacht. Und ich denke, den Bunker finde ich höchstwahrscheinlich der Over. Ja, das war mal wirklich ein Erfolg. Voller Erfolg hier. Das gefällt mir. Ich würde gern häufiger so vorgehen, dass ich eigentlich Freaker und möglicherweise auch wilde Tiere die Hauptarbeit machen lassen würde. Du weißt ich allerdings nicht, wie ich das hinkriege. Ob sich hier überall tatsächlich mal die Gelegenheiten zu sowas überhaupt ergeben. Oder ob das eher seltener der Fall ist und so, sagen wir mal, so ein bisschen willkürlich, so ein bisschen random, wie hier jetzt gerade. Ja, ich würde ganz gerne da hochgehen, weil ich denke doch, der Bunker ist wahrscheinlich in dem Gebiet da over. Könnte ich mich natürlich auch total irren. Aber schauen wir mal. Okay. Sonst würde ich nochmal ohne gucken, vielleicht auch sogar in der Hütte. Aber den Typ wollte ich eh noch plündern. Ich glaube, der hat Gewehrmunition für mich. Jo, 2... Kugeln hat er noch für mich. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Okay, ihr liebe Leute, ich steht aber Sarah. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Weil ich glaube, jetzt auf die Schnelle finde ich das Ding nimmi, aber wenigstens den Typ konnte ich noch plündern.
Und ich würde dann einfach über Meier wieder. Ja, komm, springen wir mal runter. Und es gibt keinen Fallschaden. Sehr gut. Ja, dann gucke ich über Meier einfach mal, ob ich den Bunker finde. Und dann schauen wir nochmal, dass wir auch weitermachen in der Quest zu O'Brien. Also machen's gut und bis über Meier dann wieder, ne? Ayan. Yankee.